Hallihallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Let's Read Mitternachtszirkus. Im letzten Part sind Darren und Steve, nachdem sie ein episches Battle gegen imaginäre Feinde gefightet haben, sich auf den Weg gemacht zur Freakshow. Sie sind jetzt in das Theater reingegangen, um herauszufinden, ob die Freakshow tatsächlich stattfindet oder ob die Polizei dem Ganzen einen Strich durch die Rechnung gemacht hat. Also machen wir einfach mal weiter mit Kapitel 8 und erfahren, wie es so gelaufen ist. Kapitel 8. Wir fanden uns in einem langen, dunklen, alten Korridor wieder. Obwohl ich meine Jacke anhatte, fing ich zu zittern an. Mir war eiskalt. Warum ist es hier so kalt? Fragte ich Steve. Draußen war es doch warm. Das ist oft so in alten Häusern, beruhigte er mich. Wir gingen weiter. Ganz am anderen Ende war ein Licht zu sehen, das immer heller wurde, je näher wir kamen. Dafür war ich dankbar, sonst hätte ich es wohl nicht geschafft, denn mir war inzwischen entsetzlich mulmig. Die Wände waren bekritzelt und eigenartig zerkratzt, der Deckenputz war an einigen Stellen abgeblättert. Es war wirklich unheimlich. Schon am helllichten Tag wäre es dort drin nicht gerade gemütlich gewesen, aber mittlerweile war es 10 Uhr abends, nur noch 2 Stunden bis Mitternacht. Hier ist eine Tür, sagte Steve und blieb stehen. Als er sie aufdrückte, quietschte sie laut. Beinahe hätte ich kehrt gemacht und wäre davongelaufen. Es klang, als würde man einen Sargdeckel aufklappen. Steve ließ sich nichts anmerken und streckte den Kopf hinein. Einige Sekunden sagte er nichts und wartete, bis sich seine Augen an die Dunkelheit gewöhnt hatten, dann kam er wieder zum Vorschein. Das ist die Treppe zur Empore, berichtete er. Die, von der Junge heruntergestürzt ist? Genau. Meinst du, wir sollten hinaufgehen? Fragte ich. Steve schüttelte den Kopf. Lieber nicht. Dort oben ist es dunkel, kein Licht zu sehen. Wir können es ja immer noch versuchen, wenn wir keinen anderen Weg nach drinnen finden. Aber ich glaube, kann ich euch behilflich sein, Jungs? Ertönte eine Stimme hinter uns, und wir wären vor Schreck beinahe in die Decke gesprungen. Wir wirbelten herum, und da stand der größte Mann der Welt und starrte uns so zornig an, als wären wir zwei lästige Ratten. Ob ich das zornig nennen würde, kommt im Film jetzt nicht so wahnsinnig so rüber, aber gut, man muss jetzt ja auch bedenken, in welcher Situation sie gerade sind. Sind ja sowieso schon gegruselt genug. Er war so groß, dass er mit dem Kopf beinahe an die Decke stieß. Seine riesenhaften Hände waren unglaublich knochig und seine Augen so dunkel, dass sie wie zwei Eierbriketts in seinem Gesicht steckten. Ist es für kleine Bürschlein wie euch nicht etwas zu spät, um noch draußen herumzustrolchen? Fragte er. Seine tiefe Stimme knarzte wie die eines Frosches. Dabei schienen sich seine Lippen überhaupt nicht bewegt zu haben. Er hätte einen hervorragenden Bauchredner abgegeben. Wir, setzte Steve an, verstummte jedoch wieder, weil er sich erst einmal die Lippen befeuchten musste. Wir wollten uns den Cirque du Freak ansehen, stieß er dann hervor. Was du nicht sagst, entgegnete der Mann und nickte bedächtig. Habt ihr denn Eintrittskarten? Ja, antwortete Steve und zeigte ihm seine. Sehr schön, murmelte der Mann. Dann wandte er sich mir zu und sagte: Und wie steht's mit dir, Darren? Hast du auch eine? Warum kennt er Darrens Namen? Ich bin jetzt gerade verwirrt. Witzig finde ich, dass es Darren anscheinend gerade nicht. Doch, es fällt ihm auf. Okay. Ja, erwiderte ich und griff in meine Hosentasche. Er starrte aber mitten in der Bewegung. Aha. Er kannte meinen Namen. Ich warf Steve einen raschen Blick zu und sah, dass er am ganzen Leib zitterte. Der große Mann lächelte. Er hatte schwarze Zähne, einige fehlten ganz, und seine Zunge sah irgendwie schmutzig gelb aus. Bäh. Ich heiße Meister Riesig, stellte er sich vor. Oder eben Mr. Tall, wie es im Original ist, was ich viel cooler finde. Aber okay. Ich bin der Eigentümer des Cirque du Freak. Woher kennen Sie den Vornamen meines Freundes? Erkundigte sich Steve mutig. Meister Riesig lachte und beugte sich zu uns herab, bis er sich Auge in Auge mit Steve befand. Ich weiß so manches, flüsterte er. Ich kenne eure Namen. Ich weiß, wo ihr wohnt. Ich weiß auch, dass du deine Mami nicht leiden kannst und deinen Papi auch nicht. Dann trat er einen Schritt zurück und wandte sich wieder mir zu.
Sein Atem stank zum Himmel. Ich weiß, dass du deinen Eltern nicht erzählt hast, wo du hingehst. Und ich weiß, wie du deine Eintrittskarte gewonnen hast. Wie denn? Fragte ich. Meine Zähne klapperten so heftig, dass ich nicht genau wusste, ob er mich gehört hatte. Falls ja, hatte er sich wohl dazu entschlossen, nicht zu antworten, denn er richtete sich auf und wandte sich um. Wir müssen uns beeilen, sagte er schon im Gehen. Ich hatte erwartet, dass er Riesenschritte machen würde, aber er machte im Gegenteil ganz kleine. Die Vorstellung fängt gleich an. Alle anderen sind schon da und haben ihre Plätze eingenommen. Ihr seid spät dran, Jungs. Ihr habt Glück, dass wir nicht ohne euch angefangen haben. Am Ende des Korridors bog er um eine Ecke. Er war jetzt nur 2 oder 3 Schritte voraus, aber als wir die Ecke erreicht hatten, saß er schon hinter einem langen Tisch, von dem eine schwarze Decke bis zum Boden reichte. Auf dem Kopf trug er jetzt einen roten Zylinder, an den Händen ein paar Handschuhe. Die Eintrittskarten bitte, dröhnte er, streckte die Hand aus, nahm die Karten entgegen, öffnete den Mund, steckte die Karten hinein, kaute auf ihnen herum und schluckte sie hinunter. Nun denn, meinte er, ihr könnt jetzt reingehen. Normalerweise lassen wir keine Kinder zuschauen, aber wie ich sehe, seid ihr 2 prächtige, furchtlose Burschen. Da machen wir schon mal eine Ausnahme. Vor uns, am Ende des Korridors, versperrten uns 2 blaue, zugezogene Vorhänge den Weg. Steve und ich blickten einander an und schluckten. Einfach reingehen? Fragte Steve. Aber gewiss, ermunterte ihn Meister Riesig. Gibt es keine Platzanweiserin mit Taschenlampe oder so? Erkundigte ich mich. Er lachte. Wenn du jemanden zum Händchen halten brauchst, spottete er, hättest du einen Babysitter mitbringen sollen. Seine Bemerkung machte mich wütend, und für einen Augenblick vergaß ich, wie verängstigt ich war. Na schön, stieß ich ärgerlich hervor und ging zu Steves Verwunderung auf den Vorhang zu. Wenn es nicht anders geht, ich zog den Vorhang ein Stück zur Seite und zwängte mich durch den Spalt. Ich weiß nicht, woraus dieser Vorhang gemacht war, aber er fühlte sich an wie Spinnweben. Hä, natürlich, wie Spinnenweben. Dass er sich wie Spinnenweben für Darren anfühlt, muss ihn ja nicht gerade stören, würde ich mal so vermuten. Direkt dahinter blieb ich stehen. Ich befand mich in einem kurzen Gang und nur wenige Meter entfernt war ein 2. Vorhang von einer Wand zur anderen gezogen. Hinter mir raschelte es, dann stand Steve neben mir. Von der anderen Seite des Vorhangs waren deutliche Geräusche zu hören. »Meinst du, es ist wirklich ungefährlich?«, fragte ich leise. »Ich glaube, weitergehen ist ungefährlicher, als wieder umzudrehen,« antwortete Steve. »Meister Riesig wäre bestimmt nicht begeistert, wenn wir zurückkämen.« Ich muss an dieser Stelle nochmal bemerken, dass diese Szene, insbesondere im Film, extrem anders war, wie eigentlich alles in diesem Buch sich ziemlich vom Film unterscheidet, aber diese Szene, ja... Die ganze Darstellung von Meister Riesig und so weiter. Das ist ziemlich anders. Guckt euch den Film an. Was meinst du, woher er das alles über uns wusste? Wahrscheinlich kann er Gedanken lesen. Ach so, sagte ich und dachte kurz darüber nach. Er hat mich fast zu Tode erschreckt, gab ich zu. Mich auch, meinte Steve. Dann gingen wir weiter. Der Saal war gewaltig. Die Sessel waren schon vor langer Zeit aus dem Parkett gerissen worden, doch man hatte stattdessen Klappstühle aufgestellt. Wir sahen uns nach freien Plätzen um. Er war knackevoll, aber wir waren die einzigen Kinder. Ich merkte, wie die Leute uns neugierig musterten und miteinander tuschelten. Die einzigen freien Plätze waren in der 4. Reihe von vorn. Um dorthin zu gelangen, mussten wir über jede Menge Beine und Füße steigen. Einige Leute schimpften. Als wir saßen, stellten wir fest, dass es ausgezeichnete Plätze waren, denn wir saßen genau in der Mitte und vor uns saß niemand Großes. Wir hatten einen hervorragenden Blick auf die Bühne und konnten alles gut sehen. »Glaubst du, die verkaufen hier Popcorn?« flüsterte ich. »Bei einer Freakshow?« Steve schnaubte verächtlich. »Ich bitte dich. Kann sein, dass sie Schlangeneier und Eidechsenaugen verkaufen, aber garantiert kein Popcorn. Jede Wette.« Das Publikum war ein bunt zusammengewürfelter Haufen. Einige waren elegant gekleidet, andere trugen Trainingsanzüge. Manche waren steinalt, andere 5, 6 Jahre älter als Steve und ich. Einige plauderten ungezwungen mit ihren Begleitern und benahmen sich wie bei einem Fußballspiel. Andere saßen still auf ihren Stühlen und ließen nervöse Blicke schweifen. Allen gemeinsam war eine gewisse Unruhe. Ich sah es ihren Augen an, denn die gleiche Aufgeregtheit schimmerte in Steves und meinen Augen. Wir alle wussten irgendwie, dass uns etwas ganz Besonderes bevorstand,
Etwas, das wir noch nie zuvor gesehen hatten. Dann ertönte ein Trompetenstoß und sofort wurden sämtliche Unterhaltungen im Saal eingestellt. Die Trompeten schmetterten schier endlos. Nach und nach erloschen sämtliche Lichter, bis es im ganzen Saal stockdunkel war. Mir wurde wieder mulmig, aber zum Gehen war es jetzt eindeutig zu spät. Die Trompeten verstummten mit einem Mal und es herrschte absolute Stille. Meine Ohren klingelten noch ein paar Sekunden und mir war ein bisschen schwindelig. Kurz darauf ging es mir wieder besser und ich setzte mich gerade hin. Irgendwo weit oben im Saal schaltete jemand einen grünen Scheinwerfer an und erleuchtete damit die Bühne. Es sah schaurig aus. Ungefähr eine Minute lang passierte überhaupt nichts. Dann kamen zwei Männer herein, die einen Käfig hinter sich herzogen. Er fuhr auf Rädern und war mit etwas zugedeckt, das wie ein riesiger Bettvorleger aus Bärenfell aussah. Kaum hatten sie die Bühnenmitte erreicht, blieben sie stehen, ließen die Seile fallen und rannten in die Kulissen zurück. Stille. Wieder vergingen einige Sekunden. Dann schmetterten die Trompeten abermals. Drei kurze Stöße. Der Teppich rutschte vom Käfig herunter, und da war er, der erste Freak. Genau im selben Moment fingen die Leute gellend an zu schreien. Oh, das ist ein schönes Ende für ein Kapitel. Cliffhanger! Also im nächsten Kapitel werden wir dann sehen, um was für einen Freak es sich handelt. Also, wenn euch dieser Part gefallen hat, lasst mal einen Daumen hoch da oder einen Kommentar oder vielleicht abonniert ihr auch, um nichts zu verpassen oder so. Wie auch immer. Und vielleicht sehen wir uns dann ja beim nächsten Mal wieder. Also dann, tschüss!